Hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich bin in Hundeklamotten, I'm sorry, aber ich sitze hier gerade ein bisschen auf der Terrasse, während meine Hunde im Hintergrund ordentlich ihr Essen schlürfen und schlabbern. Man hört sie da sehr laut, aber ich dachte mir, ich drehe das Video einmal ab. Ich wollte schon lange mal drüber sprechen. Ich wollte nämlich einmal mit euch drüber reden, was wir vielleicht besser hätten gemacht, als wir damals nach Alanya ausgewandert sind, und was wir vielleicht was ein Fehler war, ja, wo wir eigentlich so richtig schon drüber nachgedacht haben. Aber ich glaube, im Zuge dessen, dass man schnell etwas haben wollte hier und die Entscheidung ja auch getroffen hat und man hat nur wenig Zeit gehabt in Deutschland, man muss ja auch wieder zur Arbeit, und hast du nicht gesehen, und es wartet da ja auch alles auf einen. Im Zuge dessen hat man vorschnelle Entscheidungen getroffen, und die möchte ich euch gerne einmal mitteilen. Vielleicht habt ihr ja auch ähnliche Lebensvorstellungen und Einstellungen und könnt die Fehler vermeiden. Also ein großer Fehler nicht, aber man hat viele Dinge wahrscheinlich damals so ein bisschen unüberlegter gemacht, und unter anderem war es, dass man schnell sich eine Immobilie hat suchen wollen. Ja, wir waren ungefähr 3, 3,5 Monate hier, haben uns natürlich auch, ich meine, 3 Monate, das ist schon ganz schön lange dafür, dass man ja noch aktiv in Deutschland war. Wir haben uns eine ziemlich lange Auszeit gegönnt und haben uns Zeit gelassen, das stimmt schon. Wir haben eigentlich auch alles richtig gemacht, insofern, als dass wir eine Wohnung angemietet haben, direkt am Strand. Wir haben Bekannte gehabt, die dort diese Wohnungen verwaltet haben, und ja, die stand jetzt frei, gehörte Russen, und die haben den Winter über aufgrund der Gedönszeit sich dazu entschlossen, nicht mehr in die Türkei zu fahren und Urlaub zu machen, hatten genau die Anfangsphase der Gedönsgeschichte. Das war schon mal wieder ein großer Punkt, wo man sagt, eigentlich unverantwortlich, ne, was man damals so gemacht hat. Wir sind mit meinem Sohn und meiner Schwiegertochter hierher gefahren mit dem Auto und haben diese Wohnung angemietet von Bekannten und Freunden. Das war auf jeden Fall alles soweit richtig. Es war aber Anfang Dingszeit, ich will es den Namen nicht wieder nennen, der Gedönszeit, sprich, du musst dich mit ganz vielen Maklern treffen, du musst ganz viele Gespräche führen mit vielen fremden Menschen. Ja, zu der Zeit ein No-Go. Ja, das war einfach aus meiner Sicht heute rückblickend unverantwortlich. Man hätte da vielleicht noch ein Jahr warten müssen, hätte das Ganze noch mal ein bisschen abwartend gegenüberstellen müssen. Aber wir haben es genau in der Anfangsphase, als so richtig der Ausbruch der ganzen Geschichte war, sind wir hierher gekommen nach Alanya. Und ob ihr das glaubt oder nicht, das war eine tote Stadt. Ja, jedes Hotel war geschlossen. Es war wirklich tot. Ja, es war richtig eine Geisterstadt. Das war richtig eigenartig. Das war in der Hochsaison. Ja, wir sind, glaube ich, im Juni gekommen oder so. Es war wahnsinnig beängstigend. Trotzdem wussten wir, dass wir Alanya uns mal anschauen wollten. Ich war ja schon mal da. Mein Mann ist zuerst gekommen. Der war noch nie in Alanya. Und ich war schon einmal im Urlaub da, ja, mehr auch nicht. Und ich habe gesagt, komm, wir gucken uns das mal an, ob das vielleicht eine Stadt wäre, wo wir uns niederlassen wollen würden im Alter. Ja, das ist so der Plan gewesen, eine Stadt zu finden, wo man im Alter dann auch ja, glückliche Tage verbringt. Ich hatte aber immer schon den Wunsch, Nase läuft, Allergiker und so weiter, entschuldigt bitte, meine Hände sind hundig. Genau, also, und insofern wusste ich, ich wollte schon bauernhofmäßig was machen. Ich wollte Großes und viel Land haben. Ich wollte aber trotzdem am Meer sein. Ich wollte in Alanya sein. Ich wollte auch nicht zu weit raus. Ein bisschen ist okay. Richtung Demirtaş haben wir auch ein paar Sachen angeguckt. Aber ich hatte, wir wollten beide möglichst schnell irgendetwas Schönes finden, was unseren Wünschen entspricht, ja. Also es sollte etwas sein, wo man viel Land hat, viel Platz hat, viel Tiere halten kann, viel Landwirtschaft betreiben kann. Und alles, was wir uns damals angeguckt haben, lag viel zu weit außerhalb bezüglich, war schon nah an Alanya, hier in Alanya dran, aber es ist eben sehr ländlich, berglich, in den Bergen gewesen, und da ist nicht viel
Die Nachbarn waren dann schon ein bisschen weiter weg und so, man war da schon dann allein auf weiter Flur, sodass wir uns dann ja auch dagegen entschieden haben, so etwas zu nehmen. Aber ich glaube, man hätte das alles so ein bisschen besser überdenken müssen. Und leider spielt der Faktor Zeit da immer eine enorm wichtige Rolle mit. Man muss sich Zeit für solche wichtigen Entscheidungen lassen und muss ein bisschen drüber nachdenken und gucken, auch mal schauen, was will man denn letztendlich überhaupt, ja? Und wir haben uns zu schnell, meiner Meinung nach, für etwas entschieden, was eine Mittellösung ist für das, was wir eigentlich wollten. Ja? Wir haben hier zwar Land und auch groß genug, dass man da auch ein paar Tiere halten kann, aber was läuft denn da wieder schief? Ne? Irgendwas kribbelt da wieder hoch. Aber trotzdem ist es sehr in einem Tourismusgebiet hier gelegen und ja, es ist etwas, wo man sagt, okay, ja, also da haben wir gesagt, man kann zur Not ein paar Tiere halten, machen wir ja auch, aber es ist eben nicht so, wie wir uns das eigentlich erdacht haben, ne? Und Alhamdulillah, ja, ich sage nicht nur, da hätte man auf jeden Fall sich Zeit lassen müssen und noch ein paar mehr Sachen gucken müssen, auch mal aus Alanya raus. Das hatten wir vor und haben wir dann doch nicht gemacht. Ja, wir wollten noch Richtung Antalya gucken, da sind ja viele Städte. Wir wollten in die andere Richtung gucken, da sind viele Städte, auch kleinere Geschichten. Aber man hat halt so den dringenden Wunsch gehabt, jetzt endlich was zu finden und zu sagen, okay, das ist dann in Ordnung und dann gehen wir erstmal wieder, weil wir hatten auch in Deutschland noch viel zu tun. Wir mussten aus dem Haus raus in Hamburg. Das war Stand an, wir mussten ausziehen und da war sehr viel noch vorher zu regeln. Auch da wussten wir erst nicht wohin, ne? Hatten wir auch noch nicht so richtig im Petto. Also viel, viel private Probleme, Background-Probleme auch in Deutschland. Und rückblickend haben wir sicherlich Alhamdulillah alles richtig gemacht, weil die Preise sind im nächsten Jahr schon merklich angezogen. Und es wurde alles schon sehr viel teurer. Im Jahr darauf war es dann unbezahlbar. Ja, also da hätte man gar nichts mehr gefunden. Das insofern so preistechnisch gesehen schon richtig. Aber diese enormen Schwankungen, die sind ja im Moment nicht. Und ich würde auf jeden Fall dazu raten, sich ein bisschen Zeit zu lassen, zu überlegen. Weil die meisten wissen noch gar nicht, was sie eigentlich wollen hier. Ja? Möchtest du eine Wohnung haben? Möchtest du ein Haus haben? Möchtest du in einer Site leben oder lieber nicht in einer Site, also in einer Anlage. Das alles sind, möchtest du in den Bergen, möchtest du unten in der Stadt, welcher Stadtteil, Alanya hat so viele Stadtteile, die so enorm unterschiedlich sind, dass man da einfach sich vorher erstmal schlau machen muss. Und ist denn Alanya überhaupt das Richtige? Ich würde resümierend einmal jetzt sagen, Alanya ist nicht die richtige Stadt gewesen. Sie ist zu schwül, sie ist zu heiß. Und wenn man das alles noch nicht so gelebt hat, ja, dann sagt man immer, je heißer, desto besser. Aber das ist eben nicht so. Ja. Es ist schon sehr, sehr schwül warm. Viele mögen das, um Gottes Willen. Ich will da nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich glaube schon, dass diese schwüle Wärme uns allen schon zu schaffen macht oder den meisten Auswanderern, die hierher kommen. Man arrangiert sich, man gewöhnt sich auch dran und wenn man nicht zweifelt und überlegt, gibt es woanders noch was Besseres, dann kann man sich auch durchaus damit arrangieren und dann auch wohlfühlen und irgendwann wird es ja auch besser. Ja? Vor allen Dingen die milden Winter hier sind natürlich zu bevorzugen. Aber mehr Zeit hätte ich gerne gehabt. Ja? Also ich bin auch kein Mensch, der sich viel Zeit lässt, das muss man noch dazu anmerken. Aber ich glaube schon, dass bei solchen Entscheidungen der Faktor Zeit eine Rolle spielen sollte. Man muss sich überlegen, ob Alanya überhaupt der richtige Ort ist. Und das kann man gar nicht, wenn man Alanya nicht schon mehrfach besucht hat im Urlaub. Und selbst wenn du es im Urlaub besucht hast, ist es total was anderes, wenn du hier lebst. Das ist was ganz anderes. Du musst dir eine Wohnung mieten und tatsächlich mal für ein paar Monate, so wie wir das auch gemacht haben, 3 Monate mal irgendwo wohnen. Und dann kristallisiert sich schon das eine oder andere raus. Ne? Wir haben am Anfang auch gedacht, wir gehen sehr weit in die Berge. Wir waren am Dimchai, haben da herrliche Anwesen angeguckt, ne? Mit einem herrlichen Blick auf den Stausee. Wirklich wunderschön. Haben da aber sehr schnell festgestellt, nee, das ist viel zu weit und nur noch nach unten in die Stadt. Ne? Das sieht hier meine Kamera.
Ich habe gar kein Auto, ich habe auch gar keinen Führerschein. Wie soll ich denn da runter? Ja, da ist ja auch nichts außer Berge und im Winter dann auch richtig einsam, ja auch. Und das geht nicht, wenn du kein Auto hast. Ne? Also das ging schon mal von vornherein nicht. Und das andere mit Demirtas hätten wir tatsächlich, wenn ich jetzt rückwirkend und rückblickend das Ganze betrachte, hätte ich doch schon gerne da dieses Haus, was wir einmal angeguckt hatten, genommen, weil wir da hatten ich weiß nicht, 6.000, 7.000 Quadratmeter Land war das für den gleichen Preis, den wir hier auch bezahlt hatten. Gut, da hat man keinen Pool gehabt, aber du hast große Landflächen gehabt, die war alles mit bepflanzt, auch mit Avocadobäumen und ähnlichem. Da hätte man viel mit Viehhaltung und ähnlichem machen können. Wir haben einen Fluss direkt vor der Tür gehabt, sodass die Bewässerung auch da wäre, sowohl für die Tiere als auch für die Pflanzen. Die Nachbarn waren auch gar nicht so weit weg, ne? Das war halt auch so wie dieses Haus hier, aber es ist halt sehr ländlich alles gelegen. Sollte nicht sein, Alhamdulillah. Allah hat für uns dieses Haus ausgesucht, hat mit Sicherheit auch seinen Grund. Mit Sicherheit gäbe es da auch in diesem Haus Schlangen, weil das überhaupt nicht abgesichert war diesbezüglich. Und Skorpion und all so ein Kram, da hätte man tatsächlich gucken müssen, dass man das dann noch ein bisschen besser baut. Aber es war ein schönes Häuschen, ja, so richtig so ein altmodisches Haus, wie ich es gerne mag. Da hat man dann so einige Dinge, die man vielleicht nochmal hätte besser überlegen müssen. Und das war jetzt auch sehr dörflich. Ich bin sicher, es gibt noch andere Häuser. Wir haben da auch noch ein Haus angeguckt. Ihr könnt ja mal die Hunde angucken und nicht immer mich. Wir haben da auch noch ein Haus angeguckt, was so ein Mischding war. Das war so eine Art Mehrfamilienhäuschen. Allerdings war es sehr wenig Land nur dabei. Also man muss einfach sich Zeit lassen. Muss immer noch mal gucken. Und ich würde ja tatsächlich auch, wo ist denn der Besen hin? Oh, hä? Was habe ich denn mit dem Besen? Ah, den habe ich auf die andere Seite gehängt. Was willst du denn da oben? Da ist doch gar nichts. Naja, und ne, Pascha, komm. Naja, jedenfalls denke ich, man hätte da das eine, hätte sich mehr Zeit lassen müssen. Ja, mal gucken, erstmal seine Wünsche und Vorstellungen sortieren und abklappern, die verschiedenen Städte in der Türkei einmal angucken, was passt zu einem noch besser vielleicht, nicht sich auf eine Stadt fokussieren und konzentrieren. Aber das ist alles auch nicht schlimm, das ist alles okay, das ist Alhamdulillah, alles schön. Aber da, was hast du denn da jetzt wieder? Was ist das? Was ist das denn? Ah, das ist das Ding von dem Gartenschlauch. Oh mein Gott. Den muss ich ihm aber jetzt einmal wegnehmen, dann wird sie mir abhauen. Vom Gartenschlauch, das ist das Ding. Komm her, oh Bonschuk. Na gut. Ja, und was würde ich sonst noch anders machen? Auf jeden Fall würde ich die Art, wie wir das Ganze hier abgewickelt haben, anders machen. Ich möchte da jetzt gar nicht so auf die Einzelheiten drauf eingehen, aber teilweise schon abenteuerlich, wie so große Sachen einfach so übertragen werden. Ja, da muss, also da hat man auf jeden Fall. Da muss man sich informieren, ja, da muss man gucken, gut informieren. Dazu kann ich einfach nur immer raten, dass das auch alles gut klappt. Und wie gesagt, einmal vielleicht auch zur Miete mal so länger bleiben und das Ganze auf sich einwirken lassen. Das ist etwas, was ich anders machen würde. Ja, ich würde wahrscheinlich sogar erstmal hier eine Wohnung für längerfristig mieten. Das muss ja auch keine Neubauwohnung sein oder eine Ferienwohnung. Das kann ja eine ganz normale Altbauwohnung irgendwo in Alanya City sein, ja, die du günstig mietest. Und dann einfach mal da bleiben und gucken und dich umschauen, dich an die Umgebung, an das Klima gewöhnen. Mal so ein Jahr da leben und dann weiß man schon sehr viel mehr. Ja, man muss nicht immer gleich Eigentum sich zulegen und überall gucken, dass man da dann sofort das Richtige findet. Allerdings zu dem Zeitpunkt war natürlich auch die Immobiliensituation so variabel. Also das hat man dann schon ganz gut gemacht, weil die Preise dann im darauffolgenden Jahr schon explodierten, ne? Das ist schon richtig.
Ja, und ansonsten würde ich sagen, dass soweit alles gut gelungen ist, Alhamdulillah. Also wir haben sowieso aufgrund der Tatsache, dass man ja schon in der Türkei gelebt hat, dass man ja weiß, wie das alles funktioniert, keine so großen Überraschungen gehabt. Connection ist sehr wichtig hier. Zum Glück hatten wir die Alhamdulillah Bekanntschaften, Dinge, die Menschen, die einem zur Seite stehen und helfen, sind wichtig. Aber das, ja, das haben wir zum Glück gehabt und haben wir Alhamdulillah, so dass man da nichts zu bereuen hat. Ja, also ich würde auf jeden Fall mir mehr Zeit lassen und rate euch das auch. Im Moment ist das so, dass man das auch machen kann. Die Preise werden nicht so schnell steigen, denke ich. Jetzt macht ihr mir den ganzen Ding kaputt da, diesen ganzen. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen.